Schönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Tyranny mit Paxis. Wir mussten zum ersten Mal eigentlich unsere Gruppe aufteilen. Und zwar ist unsere Lyra hier unten, hat diesen Schalter betätigt, damit dieses Tor aufgeht. Allerdings geht automatisch dann auch dieses Tor hier zu. Also muss eine Person hier unten bleiben. Und durch diesen Geröllhaufen kann sie nicht hier rüber. Und ich weiß gar nicht, warum es mir vorher nicht aufgefallen ist. Wer regelmäßig meine Let's Plays schaut, der weiß, dass es bestimmte Dinge gibt, über die ich mich sehr gerne aufrege. Zum Beispiel, wenn ja, Wege unlogisch versperrt sind. Also wenn eindeutig ersichtlich ist, jeder normale Mensch, jede Kreatur, die in unserer Welt existiert oder auch in dieser Welt, in der wir uns gerade befinden, könnte da durch. Was soll das denn? Also das ist doch einfach nur ein blöder Haufen Schutt. Das sind einfach nur Steine. Guckt euch an, wie niedrig das ist. Da kann man einfach drüber klettern. Wenn sie nicht wollen, dass wir hier durchgehen, dann sollen sie das hier so zumachen, dass wir nicht durchkommen. Aber nicht das hier. Das ist so ein Müll. Und dass das ja immer wieder passiert in Videospielen, es nervt. Aber ich kann nichts dagegen machen, was soll's. So, ich glaube, hier haben wir jetzt nur einen Gegner. Das sieht ein bisschen einfach aus. Deswegen machen wir nur unsere Zaubervorbereitung. Und er ist auch schon geschwächt, der Gegner, weil wir mit Lyra den Brennepfeil draufgeworfen haben. Sie kann ihn auch schon wieder abfeuern. Oh, feuer ihn ab. Sie sieht nichts oder was? Dann geht er mal ein Stück weiter runter. Ja, jetzt kann sie. Ja, also mit Sicherheit, wenn wir das hier rausnehmen, kommen noch mehr Geister. Also es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass wir nur einen Geist bekämpfen, einen Hauch. Das ist ja gar nichts. Hat Lyra ihre... Ja, er hat ihren Bogen ausgewählt. Dann müsste sie ja eigentlich von da aus jetzt auch weiter angreifen können mit dem Bogen. Schön, wie er zurückgestoßen wurde und dadurch Barek nicht getroffen hat. Sein Mist. Ist er tot? Ja. Hat nochmal irgendeine Explosionsschaden gemacht, als er gestorben ist? Ja, also jetzt müssen hier Geister rauskommen, also anders macht es ja gar keinen Sinn. Stein der Erleuchtung. Diese Kugel aus dichten Steinen liegt das Gewicht eines Schilds in deiner Handfläche. Haben wir nicht schon einen von der Art? Uralte Runen bedecken die Oberfläche. Sie sind mit Kalkpigmenten gemalt, die im Dunkeln orange und violett leuchten. Okay. Hol die Steine der Erleuchtung für Hieronymus zurück. Ah, das war ein Quest für Hieronymus, okay. Wusste ich nicht. Ich merke mir nicht alle Quests, aber das Spiel ist ja eh so aufgebaut, dass es keine richtige, komplette Open World ist. Das heißt, man findet die Sachen, die man braucht, meistens irgendwie auf dem Weg. Die Rune schimmert vor der Wand, von unbekannter Magie genährt. 61 Wissen brauchen wir dafür, krass. Die Rune lernen und deine Zauber mit aufnehmen. Vielleicht ist es eine dieser Runen, wo wir diese uralte Sprache können müssen, die jetzt zum Glück Laundry schon kann, also anders kann ich mir nicht erklären. Jetzt kommen auf gar nicht noch Geister, das kann nicht anders sein. Sie gilt der zeitlosen Form. Es kommen keine weiteren Geister, wie krass ist das denn? Ja, wir führen erstmal die Gruppe wieder zusammen. Ich fühle mich nicht wohl, wenn die Gruppe nicht zusammen ist. Und dann werden wir... Just point me in the right direction. No dice. Und dann werden wir uns mal diesen neuen Zauber anschauen. Und zwar... Es ist kein Kernsiegel. Sigil des Konzentrierten, Sigil des Aufpralls, Sigil der kanalierten Stärke. Es ist ein Akzent, okay. Ein Dauersiegel. Akzent, der die Dauer der Effekte eines Zaubers erhöht. Dauer der Effekte, na gut. Okay, ja, weg. Nee. Verdammt nochmal. So, ganz in Ruhe. Wir haben jetzt die geisterhafte Trübe. Wir packen Intensität drauf, wir packen jetzt einfach alles drauf. Erholung. Und Dauer.
Und dann brauchen wir schon 90 Wissen, aber wir haben 93 Wissen mit Laundry. Also es geht gerade so. Wir müssen das nochmal wegnehmen, weil ich will gucken, was das genau verbessert. Zielverbündete, 37,5% Abwehr von leichten Treffern für 72 Sekunden statt 45. Das ist schon eine geile Erweiterung, definitiv. Und die bekommt auf jeden Fall Laundry. Und dann müssen wir schauen, weil ich will eigentlich die Verlängerung auch bei den anderen haben. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil. So, was ist denn am wichtigsten? Intensität. Das ist am wichtigsten, dass hier die Abwehr besser ist. Deswegen, das muss auf jeden Fall rein. Das ist wichtiger als die Dauer zu verlängern, finde ich. Deswegen, oder ist es wichtiger, die Dauer zu verlängern? Ja, ich glaube fast, es ist wichtiger, die Dauer zu verlängern. Also den Zauber lieber länger haben, als intensiver für kürzere Zeit. Ja, doch, doch, gefällt mir besser. Also Dauer. Und da brauchen wir jetzt schon 50 Wissen. Das heißt, es kann Praxis machen und dann würden wir halt die Abwehr, die er dafür bekommt, senken, aber halt die Dauer steigern. Ich glaube aber trotzdem, dass Dauer mir besser gefällt, deswegen machen wir das auch. Und die anderen beiden haben zu wenig Wissen, also spielt es da keine Rolle. Jetzt werden wir falsche Grube, die hat Laundry nicht. Die hat nur Praxis. Wieso hat Praxis eigentlich Verstandsersetzen nicht? Kann er das nicht lernen? Hat er noch einen Slot frei? Merkwürdig. Wahrscheinlich hat er das Wissen dafür nicht gehabt. Egal, falsche Grube hat nur noch Praxis. Die braucht 30 Wissen. Die Dauer braucht dann 65 Wissen. Das kann er sich gar nicht leisten. Und was hat er denn zur Zeit drauf? Sie gilt als zyklischen Energie. Ja, das hier. Dass er sich schneller davon erholt, okay. Dann Verstand zersetzen. Müsste er ja Praxis eigentlich können. Also das müssen wir ihm auf jeden Fall erstmal zuweisen. Aber ich glaube 40 hat 51. Ob wir das mit irgendwas verbessern können, das geht auf 75. Boah, ey, der Akzent ist so stark. Das sieht man, weil er geht von, das erforderliche Wissen geht von 40 auf 75. Unfassbar. Intensität oder Reichweite oder Erholung. Ich glaube, da ist mir dann die Intensität am wichtigsten. Aber kann er nicht nehmen, weil da brauchen wir 60 Wissen. Hier brauchen wir 50 Wissen, wenn wir die Reichweite erhöhen. Und bei Erholung brauchen wir auch 50 Wissen. Ja, dann nehmen wir die Erholung. Zuweisen, zack, Pax ist unser Zaubermeister. Und dann haben wir hier aber noch die Möglichkeit zu gucken, ob wir Laundry verbessern wollen. Was hatten er da drin? Stärke, Langarm, zyklische Energie. Also hat alle drei Sachen drin, aber mit Sicherheit werden wir nicht das reinpacken können, weil da geht's auf 115. Herzlichen Glückwunsch. Wir müssen also schauen, was uns am wichtigsten ist. Also am wichtigsten ist mir die Dauer, dass es länger hält. Dann als zweitwichtigstes ist die Intensität, aber da dieser so kegelförmig geht, dieser Zauber, würde ich fast sagen, dass vielleicht sogar die Reichweite wichtiger ist als die Intensität. Also wie viel Schaden das macht. Ja, ich glaube, das ist mir wichtiger. Dann machen wir das so. Und zuweisen. So. Dann müssen wir das andere Hauptsigill noch testen. Sigill der Gewalt des fernen Aufpralls. Erschütternder Strahl. Das hat jeder drin. So geht er auf 65. Okay, das bringt gar nichts. Was hat Praxis? Gar keine Verbesserung bei erschütternden Strahlen. Niemand hat irgendeine Verbesserung drauf. Mal schauen, ob wir das ändern können. Geht auf 50. Das heißt, Sigill der Stärke, Intensität verstärken ist hier wohl wichtiger. Und deswegen gebe ich das dann auch zuweisen. So, die anderen können das eh nicht, die haben zu wenig Wissen.
Da bin ich mir relativ sicher. 40 Wissen. Okay, wir können sie Gilt des langen Arms draufpacken, wie es aussieht. Oder sie Gilt der zyklischen Energie, dass das schneller abklingt. Aber ich glaube, da ist mir. Ist mir da die Reichweite lieber, weil die setzen so selten Zauber ein. Es ist nicht so wichtig, dass er schnell abklingt. Ich glaube, mir ist ja tatsächlich bei denen dann die Reichweite wichtiger. Gut, Laundry. Geht auf 65 Wissen. Auf 85. Erholung. 95. Ah, da fehlen ihnen 2 Wissenspunkte. Ah, das ist schade. Aber ich glaube, bei erschütternder Strahl ist eigentlich schon wichtig, dass er mehr Schaden macht. Beeinträchtigung benommen ist auch wichtig. Erholung ist halt eigentlich auch super wichtig, aber ich glaube, die zwei Sachen sind mir dann doch wichtiger, als dass ich eins davon wegnehme und es eine schnellere Erholung gibt. Oder? Ja, es ist kein so wichtiger Zauber. Ich glaube, so ist mir das lieber. Schwall der Gezeiten, stimmt, den hat gar niemand. Den Zauber hat gar niemand. Der war mir nicht wichtig genug. Und Laundry hat keinen Platz, da muss erstmal Pax noch ein Stück aufsteigen. Wir speichern nochmal. Und Laundry steigt bald auf 11, glaube ich. Auf 11, genau. Hier geht's nicht weiter, müssen wir jetzt wirklich hier irgendwas einsetzen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass keiner von den beiden Schlüsseln passt. Sag ich doch. Hä, der passt? Wie, der passt? Ist das der Richtige? Sorry, I can't. Also er bleibt zumindest drin, also er scheint wohl der Richtige zu sein. Hä, aber es passiert nichts. Ach doch, jetzt haben wir das hier freigeschaltet oder was? Das war vorher nicht da, oder? Ich verstehe es nicht so richtig, aber warum bleibt denn der da drauf? Ach so, wir berühren den nur. Ich glaube, der Schlüssel bleibt gar nicht drauf. Na, wir lassen es jetzt einfach mal so, was soll's. See that? Ja, wir finden wirklich extrem viele Edelsteine, aber ich glaube, so soll ja auch die Altmauern dargestellt werden, dass wir da sehr viel... ja, Wertvolles finden. Die Geisterpfeile scheint von alleine zerbrochen zu sein. Das würde erklären, warum zurzeit einige Geister frei herumwandern. Ja, und die andere Geisterpfeile werden wir jetzt gleich auslösen, aber da werden wir natürlich wieder unsere Zaubervorbereitung machen. We'll go. Dann speichern wir nochmal und dann auf zum fröhlichen Jagen in die grüne Altmauer. Ein bisschen grünlich wirkt es ja schon, aber vielleicht mehr ins Blaue gehend. Ja, es kommt, oh, eine Heimtücke und ein Hauch. Dann werden wir direkt mal auf die Heimtücke losgehen, auch wenn die leider Fernkampf macht und keine, und dann werden wir auch direkt verlangsamen. Ja, Heimtücke Fernkampf macht und dementsprechend leider keine Kampfbindung aufbaut gegen Barik. Wahrscheinlich nimmt jetzt direkt dieser Hauch Pax es in Kampfbindung, aber egal. Sieht nicht so aus, aber Pax wird blockiert, deswegen rennen wir da jetzt nicht drum rum, sondern bleiben da und Laundry hat das schon gemacht. Wir unterbrechen mal. Aua. Scheint ein fetter Zauber zu sein, der hier gerade abgefeuert wurde. Aber Barik hat auch gut Schaden gemacht, genau wie der Brennepfeil. Ich weiß, er heißt nicht Brennepfeil, aber ich nenne ihn immer Brennepfeil. Brennendes Eisen heißt er, aber ich nenne ihn Brennepfeil. Ja, Barik hat gut Schaden gemacht, der Pfeil hat gut funktioniert, deswegen hat die Heimtücke jetzt schon den Status verletzt. Das gefällt mir. Will do. So, Barik müsste eigentlich auch durch sein. Nehmen wir schlagendes Eisen. Laundry, 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 Laundry. Machen wir direkt mal das Protokoll auf Lyra, sicherheitshalber. Auch wenn ich nicht glaube, dass der Kampf jetzt hier großartig Heilung bedarf. Soll ich schlagendes Eisen machen, hab ich schon gesagt.
Aber ich glaube, Paxis hat nicht wirklich viel abgezogen mit seinem Schildschlag. Paxis, Paxis. Lyra. Wie hat er noch? Verletzt. Ah, ich werde einfach mal fehlen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie man Geister fehlt, aber es scheint trotzdem zu gehen. Es gibt da auch Spiele, Rollenspiele, klassische Rollenspiele, wo das so ist, dass Geister meistens den Zusatz immateriell haben, also dass sie halt nicht zu 100% aus Materie bestehen, flüchtig sind, halt Geisterwesen. Und bei den Spielen ist es dann so, dass da Nahkampfangriffe halt nicht gut funktionieren und oft verfehlen. Also ist da einfach häufig einen Fehlversuch gibt bei den Nahkampfangriffen, weil da, also ich weiß nicht, wie es bei allen Spielen ist, aber bei dem einen Spiel hat man, glaube ich, eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, nichts zu treffen. Bei den Geisterwesen, da funktioniert halt Magie und Zauber besser. Das ist aber hier in dem Spiel nicht so. Muss dann doch mal geheilt werden, wie es aussieht, die gute Lyra. Ja, das mit dem Spanferkel kann manchmal blöd sein, wenn man... Die hatte schon das Protokoll drauf. Die hat auch ganz schön viele negative Effekte. Die hatte schon das Protokoll drauf und trotzdem hat sie, ist sie, ja, dem Tode vielleicht nicht, noch nicht ganz nah, aber schon dicht dran, also schwer verletzt. Und Paxis nimmt mal die Mali weg. Schmerz verweigern. Paxis ist fertig. Dann... Ah, Moment. Gunst des Schicksalsbinders. Damit können wir doch auch schützen. Daran denke ich immer nicht. Aber... So, also, wir schützen halt vor 80% Schaden. Das heißt, es ist keine Heilung, aber halt 80% weniger Schaden. Also es sind quasi indirekte 80 Schadenspunkte, die wir da heilen. Weil ob wir die 80 Punkte schützen, also ob wir die Lyra schützen, 80 Schadenspunkte zu nehmen, oder ob wir die 80 Schadenspunkte heilen, ist es halt ähnlich. Praxis ist fertig. So, jetzt mach den mal platt, der ist dem Tode nahe, come on. Ist das schon durch? Hat er schon 80 Schaden genommen? Moral heben, Schnelligkeit. Hä, woher kommt denn das her? Schmerz verweigern ist aber nicht Moral heben, oder? Was ist denn das? Woher kommt denn das? Haben das alle? Mit dem Moral heben? Das haben alle. Moral heben. Ist das irgendein passiver Effekt? Wovon wird denn das ausgelöst? Paxis hat's nicht. Ja, ich verstehe es nicht so richtig, ist aber auch keine, spielt auch keine große Rolle. Es ist gut, aber ich weiß gerade nicht so richtig, wo das herkommt. Wir machen mal noch Geisterhafte drüber auf Lyra. Haben wir es immer noch nicht geschafft. Come on. Ich sag ja, die Heimtücke sind sehr heimtückisch. Die haben echt viel Energie. Aber jetzt haben wir es geschafft. Sehr gut. Und Laundry ist kurz davor aufzusteigen. Schwerer Schlüsselstein. Ein schwach leuchtendes Sigill wurde in diesem kleinen verwitterten Splitter geschnitzt. Steine wie diese sind in den Altmauern recht häufig zu finden. Oft passen sie als Schlüsselstein in größere Gebilde. Trotz seiner geringen Größe ist dieser Stein erstaunlich schwer. Another keystone. Take it. For archival purposes, of course. Nächste Geisterfalle. Oh, vielleicht warten wir kurz, bis Lyra sich geheilt hat. Äh,
Eine Plage und ein Hauch, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Also diese Zweierkombo muss auf jeden Fall leichter sein als die, die wir vorher hatten. Oh, kommt Barik jetzt überhaupt ran? Ich hoffe doch. Zeit verlangsamen geht noch nicht, na gut. Count on it. Barik, come on! Ach, so ein Mist. Dann geh du mal bitte weg, Lyra. Consider it done. Ah, okay, Lyra geht da. Ja, gut, ist natürlich noch schlauer, dass Lyra einfach dahinter geht. Was mache ich denn, ich Idiot? Halt, wir ziehen erstmal die Aufmerksamkeit auf uns. Lyra macht gar nichts, das war nicht ganz der Plan. Laundry kann jetzt die Zeit verlangsamen und das machen wir auch auf die Plage, weil das der gefährlichere Gegner ist. Barik muss warten, bis die Kampfbindung da ist, damit wir... Okay, es hat uns ein Gegner in Kampfbindung genommen, dann greifen wir den halt erstmal an. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das auf die Plage gemacht habe und nicht auf den Hauch, aber okay. Anscheinend habe ich es falsch rum gemacht. Schade! Laundry. Heldenmut auf Paxis. Das steht direkt davor. Nicht Heldenmut, Berührung des Titan. Ich weiß, es ist nicht Heldenmut. Warum sage ich das immer falsch? Unfassbar. Ich habe es mir irgendwie vor Ewigkeiten mal schlecht gemerkt. Dieser Heldenmut war irgendeine Fähigkeit, irgendein Talent, was die Vendrien machen konnte. Und das habe ich dann irgendwie gelesen und anscheinend hat das dafür gesorgt, dass dass ich mir das falsch eingeprägt habe. So, Bruch durch die Mauer. Der eine wird jetzt eh weggeschoben, weil Praxis einen Handflächenschlag macht. Oh, er ist vielleicht tot. Lyra hat wieder komplett durchgedreht. Ah, und Laundry ist aufgestiegen. Ja, dann machen wir erstmal den Aufstieg. Nice, nice, nice. Level 11 als erster. Ich war jetzt eigentlich wieder ganz zufrieden mit seiner Energie. Die ist ja hier auch recht gut mit 14, auch wenn die jetzt gerade geboostet ist. Wir wollen auf jeden Fall die Hauptattribute bei denjenigen oder bei unseren Charakteren, wollen wir die Hauptattribute, die wichtigsten, als erstes auf 20 bekommen. Weil sobald sie auf 20 sind, brauchen wir dann zwei Attributspunkte, um eins weiter zu verstärken. Dementsprechend, sobald es dann hier auf 20 ist, der Verstand, werde ich dann eher die anderen ein bisschen nachziehen, bevor ich wieder in Verstand investiere. Aber wir brauchen ja auch mehr Wissen. Also wir haben jetzt 97, jetzt haben wir 98 Wissen. Damit können wir dann schon wieder mit den Zaubern andere Geschichten erzählen. Schauen wir mal. Aber erstmal hier. So. Verbessert den Skill Leben beherrschen. Ja, da kriegen wir halt 10 Punkte mehr drauf. Wo sind wir da gerade? Leben beherrschen ist bei 88. Gabe der Lebenskraft, das weiß ich gar nicht, was wir da für Zauber haben, aber Lebenskraft beherrscht ist nur 56, das nehmen wir auf jeden Fall nicht sehr oft. Dann Laundry erweckt einen gefallenen Kameraden wieder zum Leben, aber wir sterben halt einfach nie, warum sollte ich das einsetzen, das ist totaler Schwachsinn, macht keinen Sinn. Gabe der Augenblicke, Laundry springt nach vorne, verschwindet aus dem Kampf und heilt sich, bei seiner Rückkehr setzt er eine Welle von Energie frei, welche die Erholungsdauer von Verbündeten in der Nähe reduziert. Ja, das ist schon relativ mächtig. Da müssten wir jetzt noch einen Punkt hier rein investieren, um das lernen zu können. Ist halt die Frage, ob wir das jetzt schon wollen, ob wir das jetzt schon brauchen. Halte einen passiven Bonus auf die Skill List und Ausweichen plus 10. Ja, Ausweichen ist vor allem sehr gut. List ist auch okay. Was haben wir da momentan? List sind wir bei 64, Ausweichen bei 84. Also ist ein cooler passiver Bonus, aber braucht man jetzt nicht unbedingt. Verbessert den Wissensskill, plus 10 Wissen, ist auch ein cooler Bonus, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die nächste Reihe wäre Haltung Magiertötern. Diese Haltung entzieht Laundrys Angriffe dem Ziel magische Energie, wodurch es verstummt und seine Magieskills gesenkt werden. Okay. Ziel bei Treffer mit Waffe. Minus 5 auf alle Magieskills für 30 Sekunden, verstummt für 2,4 Sekunden. Das ist ziemlich krass. Zählt es auch, wenn er mit Fernkampf angreift? Weil steht ja gültige Waffe beliebig, also wahrscheinlich schon. Das ist eine ziemlich krasse Haltung. Haltung Eiseskälte. In dieser Haltung verfügen Laundrys Angriffe über die Kraft des Frosts und verlangsamen Feinde. Eingefroren für 2,4 Sekunden, ist auch nicht sehr lang. Aber auch nicht schlecht. Wissensmeister ist klar, erfahrener Ausbilder. Wenn Laundry in der Gruppe ist, erhalten alle Gruppenmitglieder Bonuserfahrung für den Skill Wissen sowie einen Bonus-Zauberplatz.
Plus 1 Gruppenzauberplätze. Wenn das natürlich Laundry selber bekommt, ist das ein ganz cooler Bonus. Für ihn, aber für alle anderen ist es halt egal, weil das brauchen wir nicht. Erfahrene Ausbilder. Plus 20% Erfahrung in Wissen gewinnen. Das ist schon nicht schlecht. Aber müssten wir jetzt auch noch einen Punkt hier rein investieren. Also hier sind schon ein paar coole Sachen mit dabei, muss man sagen. Die alle nice to have wären. Ich wüsste jetzt gar nicht, was mir... Ich glaube, Haltung Eis ist Kälte ist besser, weil diese Haltung Magier-Töter ist ja nur sinnvoll, wenn er gegen Magier kämpft. Das wird zu oft nicht funktionieren. Ist halt die Frage, ob wir jetzt... also eigentlich müssen wir den hier holen. Eigentlich müssen wir Gabel der Augenblicke, den müssen wir uns eigentlich holen. Eine Minute plus 10% Gesundheit alle 3 Sekunden für 12 Sekunden. Unsichtbar für 12 Sekunden. Kann nicht als Ziel gewählt werden für 12 Sekunden. Bei Verwendung nach 12 Sekunden wirkungsbereiter Verbündeter nicht selbst. Minus 100% Erholungszeit für 12 Sekunden. Ja, die brauche ich eigentlich schon, weil ich damit auch selber heile. Das ist halt schon geil. Die anderen Sachen sind alle nice to have, aber nicht so wichtig. Und wie gesagt, klar, es sind ein paar coole Sachen dabei, aber... Wie wichtig hier gutes Skillen ist, habe ich ja jetzt gemerkt. Also wir spielen auf schwer und die Kämpfe sind trotzdem... Klar, wir machen viel Micromanagement. Ich muss schon aufpassen, keinen Quatsch zu machen. Aber wir sterben selten. Wir bekommen fast nie Wunden. Also ich habe mich schon gut geskillt und das will ich jetzt nicht einreißen lassen. Das Logischste, das Beste ist, das hier freizuschalten. Wir müssen einen weiteren Punkt in Bewahrung investieren. Jetzt ist nur die Frage, was nehmen wir? Sagen wir jetzt, hey, begabter Heiler plus 20 Leben beherrschen, dann heilen wir halt stärker. Also dann gibt es halt mehr Energie mit unseren Heilkräften. Oder sagen wir zweiter Atem, weil wir den sowieso irgendwann mal brauchen. Das ist zum Beispiel Leben beherrschen. Und ach, das ist auch Leben beherrschen. Ah, okay. Das ist Lebenskraft. Oh, ey, hätten die bitte mal unterschiedlichere Namen nehmen können? Lebenskraft beherrschen und Leben beherrschen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also hier ist auch Leben beherrschen wichtig. Das ist einfach die Verbesserung dafür. Und hier ist nur Wissen wichtig, okay. Puh. Was machen wir denn da jetzt? Entweder das... Den Baum brauchen wir gar nicht. Entweder das oder das. Aber es fällt einfach so gut wie nie jemand. Ich glaube, ich mache wirklich das dann hier. Es scheint mir einfach sinnvoller. Ich meine, klar will ich das irgendwann haben, aber da interessieren mich dann eher noch Sachen aus dem Baum, bevor ich das mache. Wenn ich irgendwann merke, hey, und sterbe immer mal einen Charakter weg, kann ich das ja immer noch nehmen. Ich nehme jetzt das. Dann werden wir mal kurz schauen auf die Zauber. Oh, welcher Zauber war das? Ich glaube, Verstand zersetzen war das. Na, ja, das ist komplett falsch. Ach so, das kann ich gar nicht machen im Kampf. Ja, okay, ich trottel. Okay, Lyra macht auch mal. Also haben wir den einen jetzt platt gemacht? Ich glaube, ne? Nee, der lebt immer noch. Oh mein Gott. Sag mir das doch. So, aber jetzt ist einer tot und der andere hoffentlich auch. Ja. Don't know my own strength. Selbst die plus 7 Rüstung? Geisteressenz plus 7 Rüstung? Waren das nicht mal plus 6 Rüstung? Der Effekt dieses Verbrauchsgegners verstärkt sich, wenn der Benutzer mächtiger wird. Ach so. Bei Laundry sind es jetzt plus 7. Ich glaube, bei anderen sind es plus 6, oder? Ja, ach krass. Jetzt sehen wir den Effekt wirklich mal. Mondstein Peridot. Also selbst die Geister droppen hier massiv Edelsteine. Oh ey, wir sind so reich, wenn wir aus den Altmauern rauskommen. Ist ja unfassbar. Und jetzt lasst mich kurz überlegen. Wir wollten den einen Zauber fixen. Und zwar Zerstand zersetzen. Habe ich gerade Verstand zersetzen gesagt? Ich glaube, Verstand zersetzen. Ja, vielleicht beenden wir auch mal die Folge, sehe ich gerade. 115, wir haben aber nur 96. Was war das noch? Irgendwas anderes wollten wir doch da machen. Wir haben drauf, sie gilt des langen Arm und sie gilt der zeitlosen Form. Okay, also sie gilt des langen Arms. Und sie gilt
der zeitlosen Form. Und das geht auf 105, geht nicht. Das geht auf 95, das war's. Genau, jetzt können wir zumindest die Abklingzeit reduzieren, zuweisen. So. Und jetzt machen wir aber erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal.